Calcio Berlin, Wahlkrampf vorbei. So richtig stimmt das heute nicht, denn theoretisch machen wir Karl Krampf, der beste Glatzkopf des 21. Jahrhunderts. Natürlich vorgeschlagen von YouTube-Kommentierer Fabian Schmidt. Krüger, du hast die Regularien festgelegt. Was? Hab ich? Du hast doch am Montag schon Regularien. Ach so. Musst irgendwie die Hälfte deiner Karrierezeit mit Glatze gespielt haben oder mindestens 60% erblichen Haarausfall haben. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Naja, weil direkt, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Glatzen. Es gibt die gewollte Glatze, ja, so wie bei dir. Aber es gibt dann auch die, wo es halt im Laufe der Karriere einfach immer weniger Haar wird und er dann irgendwann gegen Ende sagt, komm, ja, fuck it, ich rasiere alles ab. Ja, medium gewollt, würde ich sagen. Ein bisschen dünner wird es ja auch. Für die, also, ja gut, ja, aber ja, manche haben halt gar nichts mehr. So. Jetzt eine Woche kein Wahlkampf, habt ihr es vermisst? Hat euch gefehlt die Folge am Sonntag? Nö. Also uns nicht, aber ja, ein paar Leuten da draußen auf jeden Fall, wie ich gemerkt habe. Aber ich dachte, wir haben ein gutes Alternativprogramm gemacht. Ja, fand ich auch. Die Reaktion auf unsere Bundesliga-Prognose könnt ihr euch anschauen, kam letzten Sonntag. Und ich weiß, ich habe ja Schalke nicht runtergetippt, weil ich es nicht will. Also werden die nicht auftauchen. Schalke-Relegation. Ja. Bochum direkter Abstieg. Augsburg direkter. Naja, du hast sie nicht runtergetippt. Ein Name, der hier intern im Vorfeld diskutiert wurde, intern heißt zumindest, wir haben darüber gesprochen, ich hoffe jetzt nicht, dass er dein Mann ist, das glaube ich nicht, war Andres Iniesta und die Frage, ob der als Glatzkopf qualifiziert. Das ist so einer dieser Grenzfälle, nämlich zum Beispiel. Aber der, bin ich der Meinung, hat bis kurz vor Ende, das ist genauso einer, der bis kurz vor Ende gesagt hat, ich halte dran fest an den paar Härchen, die immer weniger werden, und ganz am Ende sage ich, komm, fuck it, ich rasiere. Also wenn ich mein Inneres reinhorche, dann ist Iniesta in meiner Welt kein Glatzkopf. Nein. Ich sage, ich hatte ihn ursprünglich eingereicht und sogar bekommen und habe dann aber auch quasi inhärent entschieden. Ich habe dann extra nochmal geschaut und vor 2016 gibt es keinen Glatzen-Case für Andres Iniesta. Genau. Und seine Prime ist ganz eindeutig vor 2016. Und das finde ich wichtig. Ich habe nämlich bei meinem auch Recherche betrieben, wie lange trägt der Mann schon Glatze. Ja. Und bei meinem habe ich festgestellt, eigentlich schon immer. Und bei Andres Iniesta wird man schnell feststellen, nicht immer. Nee. Also ich habe auch jemanden, an dem es keine Zweifel gibt, dass das ein Glatzenmann ist. Also das ist vollkommen klar. Also bei meinem habe ich jetzt danach festgestellt, er trägt nach seiner Karriere keine Glatze mehr. Aber ich bin mir relativ sicher, dass auch ihr, wenn ihr den Namen hört, ihn als Glatzkopf im Sinn habt, würde mich wundern, wenn nicht. Sonst müssen wir dich halt posthum disqualifizieren. So ist es, posthum vor allem, ja. Ja. Das Ding ist, es gibt ja einen Namen, der heraussticht. Stimmt, ja. Über den haben wir nämlich auch gesprochen im Vorwege. Weil Zinedine Zidane, auch einer, der lange dran festgehalten hat, aber irgendwann verzichtet hat auf Haarwuchs, den haben wir ausgeschlossen, weil verboten, der würde halt diesen Case. Sektion Sisu-Verbot. Er würde dann endlich mal einen Wahlkampf gewinnen. Ja. Also die Redemption. Hat er ja jemand. Komm, Sisu, halt dein Maul, du hast offiziell hiermit die Folge gewonnen. Jetzt halte ich da raus. Ist ein bisschen wie Ribéry bei den Bayern, nur dass wir es euch nicht mal vorher erzählen, damit ihr euch nicht wieder so aufregen müsst. Ja, so ist es. Also wir geiern nicht nach Interaction. Bei Sisu muss man ja auch sagen, wenn man bedenkt, wie smooth und elegant der mit einer richtigen Glatze ist, warum der sich mit dieser Plaid gequält hat, das ist wirklich unfassbar. Also die sah ja so bescheuert. Andere Zeiten. Aus. Aber es ist bei ganz vielen so. Auch bei Andres Iniesta, der ja immer dann hier hat, dann glaube ich noch so einen kleinen Streifen, dann hier ein bisschen was. Und ohne sieht es meistens dann besser aus. Und ich weiß nicht, wann bei mir der Punkt kommen wird, wo ich sage, das ist mir zu licht. Ich lasse bald einsetzen vielleicht. Ich hab mir Kopfhaut abgecheckt. Und? Ist okay. Du geht noch? Du wurdest ausreichend auf den Bauch gelegt als Baby. Weil wenn das nicht passiert, dann kriegst du da hinten so einen Flachkopf. Ist dein Kopf ein rechter Winkel sozusagen. Ja. Flachkopf. Bei mir kommt vorher blond, dann sieht man es nicht so doll. Haben wir ja von Di Marco gelernt. Di Marco-Weg, ja. Ich höre mir weiter Angebote ein und irgendwann tauche ich hier auf mit vollem Haar, transplantiert und sehe aus wie Jürgen Klopp persönlich. Müsstest du Ter Stegen, Klopp. Christoph. Ja, das ist nicht auf mein Mikrofon gefallen. Was hast du mir hier zugelost? Es ist Betrug, ich nehme diese Wahl nicht an. Ich bin auf der 1. Ich nehme diese Wahl an, ich bin die 3. Oh, ich bin schon lange nicht mehr 2 gewesen. Die Eier waren vorgewärmt, das habe ich gespürt. Hast dich draufgesetzt, wie so eine Henne. Ja. Ist was Gutes rausgeschlüpft? Woraus, aus mir? Nee, aus dem Ei. Eine 1 ist bei mir rausgeschlüpft. Bei ihm? Also, ja. Ja, gut. Puh. Die Uhr ist da. Ich muss mich aber mit Case, glaube ich, arg zusammenreißen heute. Konzentrieren. War das ein 2-1? Ja, weil es einfach, das macht viel mit mir, der Case. Robert Glatzel. Ja, oh, gute Idee. Bist du denn bereit? Was ist denn los? Man, lass mich doch mal los. Weil es ist ja auch vielleicht einfach ein bisschen. Hier.
Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, und hier. Bin da. 3, 2, 1, Glatze. Vor über einem Vierteljahrhundert wird tief im europäischen Hinterland ein Junge geboren. Ist ein trostloser Ort, den der zivilisatorische Fortschritt meide wie der Teufel das Weihwasser. Den Einwohnern erschließen sich einfachste Fragen nicht, zum Beispiel, was ist ein Linienbus? Durch Vulkangestein und undurchdringbare Wildnis streifen skrupellose Seelenfänger und Kinder, die nicht aufpassen, kriegen ein One-Way-Ticket in die Hölle. Betzenberg. Unter diesen lebensfeindlichen Bedingungen soll etwas Besonderes heranwachsen? Zugegeben, besonders ist der Junge. Seine ersten Worte, die er im Alter von 16 von sich gibt, schneid sie alle ab, clip den hell off. Big Glatzen Energy, given, not earned. Und dieser Junge, bekannt als Straßenninja, soll der beste Glatzkopf des 21. Jahrhunderts sein? Nein, natürlich nicht. Er ist sogar ein so bescheidener Wahlkämpfer, dass seine Konkurrenz 50 Sekunden über ihn redet und dann sagt, mein Kandidat ist Clarence Seedorf. Hä? Was ist hier gerade passiert? Ja. Du hast Niklas gemeint, ne? Ja. Und ich dachte so, macht er das jetzt wirklich? Nein. Macht er das jetzt wirklich? Ich wollte einfach Niklas ein bisschen ärgern in meinem Case und dann noch schnell loswerden, dass ich Seedorf einreiche. Ach, es ging um mich? Hä? Das hast du nicht gecheckt? Weißt du noch, also ich hab dich die ganze Zeit angeguckt, ey. Ich muss so aufpassen, nicht zu lachen. Wir hatten nochmal die Diskussion, Linienbus, Schulbus. Ja, da wusste ich sofort. Ich hab dich schon die ganze Zeit angeguckt, aber du hast dich überhaupt nicht gerichtet. Guck mal hier, ich hab extra einen dänischen Freund gefragt. Clip der Hele auf? Macht das Sinn? Clip der Hele auf? Ich dachte auch, das wäre ein deutscher Dialekt. Clip der Hele. Ja, du hast nicht ganz dänisch ausgesprochen. Ich dachte hier, sind wir irgendwo in Ostdeutschland die ganze Zeit? Habe ich vielleicht nicht gut genug vorgetragen. Nicht dann. Mal bei Betzenberg. Doch, und dann dachte ich, okay, da war ich so, hä, Carsten Janka? Also ich habe quasi an meinem Case für Seedorf überlegt und dann habe ich überlegt, eigentlich wäre es viel lustiger, den, der am ehesten hier eine Glatze zugeschrieben wird, auch wenn ich auf demselben Level unterwegs bin, einfach in die Pfanne zu hauen. Und ich wollte eigentlich heute ich habe Kappe an, weil die ein bisschen lang sind, weil ich wollte eigentlich heute für diese Folge mir die Glatze wieder frisch polieren, aber ich habe es zeitlich nicht hinbekommen. Ja, es sei dir verziehen, Clarence Seedorf. Spannend. Du bist dran. Ja. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, Platz. Es gibt Spieler, da denkt man sofort, oder an die denkt man sofort, wenn es um Fußballer mit Glatzen geht. Ne? Also die Glatze als Markenzeichen, die Glatze als Statement, vor Anpfiff nochmal frisch poliert, im Flutlicht glänzend. Und dann gibt es einen Spieler, der brauchte gar keine Glatze, weder aus optischen Gründen noch als Markenzeichen. Er hatte aber trotzdem eine. Quasi so ganz nebenbei. Es gibt schließlich genug andere Dinge, die man mit ihm verbindet. Einmalige Schusstechnik, Oberschenkel wie Baumstämme, einer der besten aller Zeiten auf seiner Position. Weltmeister, dreimaliger Champions League-Sieger, zweifacher Copa America-Gewinner. Einer, bei dem man im Nachhinein sagt, ach stimmt, der hatte eigentlich immer eine Glatze. Haare nur als Teenager auf dem Platz. Roberto Carlos, der Glatzkopf, der beste Glatzkopf des nicht des 21. Jahrhunderts, sondern aller Zeiten. Aber ich weiß, dass ich sehr viel Zeit habe in diesem Case. Das ist ein beides Cases gewesen. Ja, ich habe viel Zeit hier. Ich wusste, dass ich, wenn ich den straight durchspreche. Es war aber 21. glaube ich. Hatten wir, glaube ich, eigentlich gesagt, aber jetzt sind wir da, wo wir sind. Das ist die Originalformulierung von Fabian Schmidt, der ja heute hier den Ton vorgibt. Ich habe mir auch auf nach 21. gegangen. Du hast das aber im Discord nochmal zusammengefasst, da stand nichts von 21. Jahrhundert. Daran habe ich mich orientiert. Das ist eine Frage für nach der Show. Jetzt sitzt ja hier der dicke Klaus und er sitzt mit im Boot und wir gehen mit ihm um. Nur Baby Roberto Carlos hat Haare. Ey, gebt mal bei Google ein, Roberto Carlos Hair. Der Typ sah richtig gut aus. Der hatte nämlich nur als Teenager Haare und zwar hatte der so richtig schwarze Curly Hair. Schaut euch Baby Roberto Carlos an bei die Icon-Karte bei FIFA. Moment. Stimmt, der hatte auch noch kurze schwarze Haare. Sieht super aus. Und ich bin der Meinung, er hätte später auch noch tragen können. Ja, das glaube ich auch. Bist du denn, willst du schon, Niklas? Oder wir machen erstmal Baby Roberto Carlos. Das ist die schwarze Matte da. Ja, genau. Sieht super aus. Das ist die Matte. Links. Oh ja. Sieht gut aus. Oh ja, das sieht echt gut aus. Ich bin auch ready. Die schneidest du nur ab, wenn dir die Haare auch ausfallen. Davon gehe ich aus eigentlich. Aber gut. Dann sage ich 3, 2, 1, glatz mich. Karl S. hat mal Tipps für Männer mit Glatze gegeben. Gute Ernährung, weil Glatze und Pickel geht nicht klar. Guter Body, Bräune, Bart, Business und Geld, Topstyle, hohe Energie, super Aura und Ausstrahlung, charmant. Was noch? In den Niederlanden geboren sein, am besten im Jahr 1984 bei richtig großen Vereinen spielen, Chelsea und Real Madrid zum Beispiel, aber nie so ganz ins Rollen kommen, weil der Körper immer wieder mit Verletzungen nervt. Dann aber genau den richtigen Schritt zu genau dem richtigen Verein machen. Jedes Mal aufs Neue mit Ansage vom rechten Flügel nach innen ziehen und das Ding ins lange Eck legen und das am besten 10 Jahre lang. Damit 99 Tore in der Bundesliga machen und 25 in der Champions League. Von den 25 Toren in der Königsklasse auch noch eins im Finale machen, das den Henkelpott zum ersten Mal seit
über 10 Jahre nach München bringt. Und 2021 die Karriere schließlich zusätzlich mit 8 deutschen, 2 englischen und 1 spanischen Meisterschaft beenden. Dann ist man nämlich nicht nur irgendein Mann mit Glatze, dann ist man Arjen Robben, der beste Glatzkopf des 21. Jahrhunderts. Sehr schön, sehr schön. Okay. Dann hast du mehr Liebe verdient. Ja. Das Glatzencoping von Karl S. ist wirklich überragend. Das hat da so das viele, klang, das war so ja viele so gute geil, Sachen Alter. Schon so gesagt. Wow. Was war das? Geld? Business? Business und Geld. Wenn du eine Glatze tragen willst, brauchst du Business und Geld. Das ist wichtig, ja. Top-Style, hohe Energie. Mhm. Top-Style, hohe Energie. wen haben wir denn so ein bisschen außen vor gelassen? Thomas Gravesen. Ich hab tatsächlich auch. Also er ist spielerisch nicht der, aber wenn jemand die Glatze, also wenn jemand als Fußballer Glatze verkörpern soll, im Sinne von was Glatze bedeutet, dann denke ich an Thomas Gravesen. Einfach dann denke ich an Gewalttäter. Halt, genau, ne? Dann denke ich an Japsdam. Wenn es danach geht, ne, dieses Glatze als Statement, ist es Japsdam. R9? Aber, nee, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Hat auch hier voll, nee, der hat ganz lange, hat der einfach kurze Haare gehabt. Ja. Also so wie, länger als Niklas jetzt gerade. Habt ihr, Clarence Seedorf auch als Glatzenkopf in der Erinnerung? Ich musste gerade überlegen. Der war halt On-Off-Glatze, ne? Weil ich habe ihn wirklich so. Genau so ist für mich Clarence Seedorf blank poliert und europäische Mittelfelder terrorisieren. Echt? Also, aber der hatte doch lange. Baby Seedorf hat so kurze Haare. Ja. Mit Seedorf hatte Dreads. Ja, stimmt. Und Prime Seedorf hatte dann eine Glatze. So war das bei FIFA. Ja, ja. Mit Seedorf ist der bei Real Madrid am Start war. Ja, ja, okay. Ich hatte noch über Esteban Cambiasso nachgedacht, der ja auch. Schön. Und der hat ja auch wirklich. Der hat lange geklammert. Der musste machen. Der hat lange geklammert und musste dann irgendwann machen, ja. Ich überlege gerade. Carsten Janka, klar. Ja. Mhm. Es gab Leute, die einen Glatzen-Stint hatten, in dem sie völlig brutal waren. Also Glatzen-Rooney war ein Monster, Glatzen-Beckham war krass, Glatzen-Keen war auch übertrieben. Wobei, aber Glatzen-Beckham, war das nicht eher so 5 mm-Beckham? Ja, Baskett-Beckham. Ja, Baskett-Beckham. Weil bei Rooney war es ja schon eher Glatze, weil einfach die Haare zu dem Zeitpunkt auch dünn waren. Ja. Hat sie sich ja neu machen lassen irgendwann auch. Beste Haartransplantation im Fußball. Das ist eine gute Folge. Stimmt. Konnte. Ja. Das ist jetzt eine spannende Frage von einer Glatzendefinition. Wenn jetzt jemand sich mit einer Haarschneidemaschine 0,5 mm macht, wie ich zum Beispiel, und es bleibt ein Rasurschatten übrig, ja, ist das dann eine Glatze oder ist es ein Buzzcut? Das ist ja eigentlich kein Buzzcut mehr, das ist ja eigentlich schon eher im Glatzenbereich. Ich würde auch sagen, es ist eher tendenziell Glatze. Also ich gucke eher so auf die gesamte Karriere und zum Beispiel in Roberto Carlos, da waren auch mal ein paar Millimeter, aber dann im nächsten Spiel halt wieder komplett abrasiert und glänzend. Aber er hatte halt nie mehr als so ganz kurz. Ja. Und ich finde, das ist entscheidend. Oder das ist wichtig dabei, weil zum Beispiel Wayne Rooney habe ich jetzt nicht in Betracht gezogen. Wusstet ihr, dass David Beckham eine Haartransplantation hatte? Ja, ja, ja. Ich hab mir gerade dazu die Bilder gedacht, dass hoffentlich fällst du jetzt nicht aus allen Wolken. Ich fall aus allen Wolken. What the fuck, Alter? Das wusste ich nicht. Oh Mann, der hat ja überhaupt keine. Darf ich ja richtig Platte gehabt. Darf ich euch damit nur unsere Zuschauer, die ja zum Teil auch ein bisschen jünger sind, eine Idee haben, was Clarence Seedorf in seinem Leben so gemacht hat. Ja, bitte. Und Teile davon sind in den 90er Jahren passiert. Ich lese euch jetzt nur alles vor, weil das ist das Gesamtwerk Clarence Seedorf. Clarence Seedorf war zu seinen Zeiten einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Da gibt es in meinen Augen gar keine Diskussion drüber. Ein unauffälliger Dominator, der 4-mal die Champions League gewonnen hat, 1-mal den FIFA-Club-Weltmeister, 2-mal italienischer Meister, 1-mal spanischer Meister, 2-mal UEFA Supercup, italienischer Pokal, spanischer Pokal, italienischer Superpokal, niederländischer Meister 2-mal, niederländischer Meister Pokalsieger 2-mal, Weltpokalsieger 1-mal und 2-mal niederländischer Superpokalsieger. Kurzum, auf Club-Ebene, wie auch viele andere, die hier genannt wurden, alles rasiert. Ein Oldtimer, muss man sagen, wie es ist. Und wirklich einer, der, glaube ich, in der Gesamtwahrnehmung, sieht auch an ihm, weil es ihm nie so wichtig war, schon unterschätzt ist, glaube ich, Clarence Seedorf. Ja. Weil er fällt, glaube ich, nicht ein, wenn du sagst, wer sind die besten zentralen Mittelfeldspieler der letzten 30 Jahre, die, sagen wir, 10, 15 besten, da gehört Clarence Seedorf für mich 100% rein. Ich glaube aber, dass viele Leute ihn nicht aufzählen. Das stimmt schon, unter Madar irgendwo schon. Ich finde, dass, wenn man jetzt über das 21. Jahrhundert spricht, dass er da schon so ab 2005 aufwärts so langsam am Ausfaden war, oder? Ja, also 06, 07 war er noch, war er noch brutal wichtig bei dem Champions-League-Titel. Das kann man schon sagen. Schluss gemacht hat er ja bei Milan erst 2012. Also der hat der war schon noch lange, lange wichtig da. 400 Serie A-Spiele, war ja vorher bei Inter. Eine Frage. Das geile Gangster, his real name is Clarence. Ja. Clarence Seedorf hat übrigens seine Karriere beendet bei Botafogo in Brasilien. Schön. Gute Wahl. Ja. Ja, ein Robben, was muss ich zu einem Robben sagen? Das ist für mich der. Also, der ist auch ein.
Authentic Glatzkopf? Der hat den Absprung früh genug geschafft, weil der hatte ja auch ganz furchtbare, also in meinen Augen furchtbare Frisuren, die noch übrig geblieben sind. Und hat aber sehr früh kapiert, den Cut gemacht. Kapiert, das geht so nicht. Und das ist wirklich aller Ehren wert, wenn Leute das ganz früh schaffen. Ich weiß noch, ich war 2013, als ich in London war, in dieser Unterkunft für die ganzen Dänen da. Ja. Da war ein Dude dabei, der war auch genauso wie ich da. Ich war ja 2013, war ich 20 noch, als ich da war. Und der war auch 20 oder sowas. Und der hat da schon Glatze getragen. Mhm. Und ich fand es super krass, dass er das schon gemacht hat. Er hat einfach gesagt, ey, ich kenne meine Haare, da ist nicht mehr viel übrig. Das hier ist besser als alles andere. Ja. Also, und das fand ich schon damals, hatte ich einen Hut vorgezogen. Auf jeden Fall, Mut zur Glatze. Ich will übrigens, Mut zur Glatze. Ich will nur ganz kurz, ich habe nachgeschaut. Clarence Seedorf, unumstrittener Stammspieler bis 10-11 bei Milan. Jesus, immer 30 plus, hätte ich nicht jedes einzelne Spiel. So lange noch da die Schuhe geschnürt hat, das stimmt schon. Also auf dem Level. Also auch noch 10 Scorer im Schnitt bis 10-11 und dann eine einzige Saison. 11-12 ist die, wo er den Stammplatz verloren hat und nur noch 18 Einsätze hat. Aber ja, wenn es um, also ein Robben. Der könnte auch in Wahlkämpfen, die nicht auf Glatzen bezogen sind, relativ weit oben mitmischen in vielen Fragen. Ja. Also nicht die Nummer eins, aber was die besten Flügelspieler generell angeht im 21. Jahrhundert, ja. Der junge Arjen hat auch Haare, ja. Er hat Haare, aber es war halt schon dünn, sehr schön unschöne dünn. Art und Weise. Die Karriereleistung von Arjen Robben, das, was er bei den Bayern war, das ist über jeden Zweifel hart sportlich. Also. Müssen wir nicht drüber reden. Also Roberto Carlos, wann Weltmeister? 2002. Ja. 2002. Champions League-Sieg? 2002. Alle in den 90ern? Nee. Ach stimmt, 2002. Wo Zizou, der ausgeschlossen, das genau, Siegtor macht. Genau, vollkommen richtig. Und zwei Oscar in den 90ern. Ich weigere mich auch, dass es hier nur ums 21. Jahrhundert geht, weil natürlich Roberto Carlos dann runterrutschen würde. Aber für mich ist das halt, also er ist halt einer der besten Linksverteidiger aller Zeiten. Ja. Und ich habe ihn halt einfach nicht so als Glatzkopf abgespeichert. Und irgendwann bei irgendeinem Bild bin ich drüber gestolpert und dachte, stimmt, der hat einfach die ganze Zeit Glatze getragen. Der kommt voll in Frage. Und fußballerisch, ich meine, was soll man da erzählen? Ne? Das Schöne ist, ich finde, er hat es war ein Gesamtkunstwerk, weil man hat ja übrigens gesagt, er hat einen Schuss wie eine Kanonenkugel. Ja. Und der Kopf sah auch so aus wie ein. Ja, das stimmt, das stimmt. Und er war auch sehr klein und gedrungen. Also der hat das richtig verkörpert, das mit der Kanonenkugel. Ich habe Roberto Carlos richtig geliebt als junger Mann. Ich weiß noch, als der bei Anchi Malatschkala war, da in Russland, wo es dann hinten raus Fadeout-mäßig war, habe ich die bei FIFA immer genommen. Weil die hatten ihn und Samuel Eto'o. Ja. Das war, und wenn wir so Turniere gemacht haben, wir haben immer so Turniere gemacht mit 3 Sterne, 3,5 Sterne maximal Max. So und so viel, Immer rauf, immer solche Truppen. Später war es dann irgendwann, keine Ahnung, nur, Red Bull New York mit Andrea Pirlo und wen hatten die, Stevie G oder wer war da? Der war auch da, glaube ich. Ja, solche Geschichten. Also Pirlo war bei Chicago, oder? Nee, der war auch bei New York. Nicht Red Bull, sondern New York FC. Ja. Ah, das sind zwei verschiedene. Stimmt, Anchim Machatschkala auch richtig abgestürzt danach. War da auch der große Stürmer, der 2-Meter-Mann, der dann gegen Hannover noch gespielt in der Europa League? Das weiß ich nicht. Wie ist er nochmal? So ein 2-Meter-Mann. Weiß es nicht. Aber ich müsste Nico Heimer wissen. Irgendein Traoré war das, glaube ich. Ich bin interessiert. Über 2 Meter groß, war. Lieber Larum, wir suchen, wie Chelo sagen würde, den Glatzkopf Nummer Uno. Ja. Und wir kommen nicht drum herum, hier uns entscheiden zu müssen für irgendjemanden. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Jut, jut, jut. Wer ist der Anführer der Glatzengang? Also erstmal ist das Niklas Levinson, weil er muss als erstes ab seine Entscheidung revealen. Jawohl. Und das kann ich jetzt hiermit gerne tun. Und ich stimme für. Also ich muss sagen, ich habe auch über Seedorf im Vorfeld nachgedacht. Aber er war mir so in der Gesamtwahrnehmung nicht glatzig genug. Und deswegen habe ich für. Aber er ist schon arg verglatzt, wenn man drauf guckt. Roberto Carlos gestimmt. Der kriegt mein Votum in der Frage, wer der beste Glatzkopf ist. Ich habe die gleiche Argumentation tatsächlich. Ich glaube, rein sportlich und was die Erfolge angeht, hätte Clarence Seedorf ja auf jeden Fall die Nase vorn. Aber für mich ist auch zu wenig Glatze, weil ich habe ihn nicht mal. Als du Clarence Seedorf gesagt hast, habe ich gesagt: Glatze? Klar hatte er lange dann gegen Ende Glatze, aber ich habe ihn sehr mit Dreads und längeren Haaren in Erinnerung. Deswegen auf jeden Fall Arjen Robben. 6 Jahre Glatze müssen für mich reichen. die waren es mindestens von Clarence Seedorf. Machen wir es kurz. Für mich ist Arjen Robben, unabhängig von deinem und meinem Case, der beste Glatzkopf des 21. Jahrhunderts. Und vielleicht darüber hinaus, weil wir machen ja heute
lockere Auslegung. Er ist die Glatze. Und ich finde es vor allem gut, dass es jemand gewinnt, der die Glatze nicht als Option hatte, sondern dazu gezwungen wurde. Also ein True Glatzer. Ja. Gezwungen wurde. Aber siehst du, der ist Glatzen, der ist nicht mein Choice, sondern it's Glatzen Heritage an der Stelle wieder. It's Haarausfall Heritage eigentlich. Ja. Also, Arjen Robben ist der beste vom Haarausfall geplagte Fußballer des 21. Jahrhunderts. Aller Zeiten.